EA Bone Productions. EA Pro Productions liest Jules Verne, eine Idee des Dr. Ox. Heute 12. Kapitel, in dem der Famulus Egen eine vernünftige Meinung äußert, die aber von Dr. Ox energisch zurückgewiesen wird. Nun, Meister, begann anderen Morgens Famulus Egen, als er in den Trog seiner ungeheuren Säulen einen Eimer Schwefelsäure nach dem anderen goss. Nun, hab ich nicht recht gehabt, erwiderte Dr. Ox. Die physische Entwicklung, die Moralität, die Würde, die Talente, der politische Sinn einer Nation hängen einzig und allein von den Molekülen ab. Das ist wohl wahr, aber... Aber meinen Sie nicht auch, dass wir jetzt die Sache weit genug getrieben haben und dass den armen Teufeln jetzt Ruhe zu gönnen wäre? Nein, nein, rief der Doktor. Oh nein, gewiss nicht. Ich werde meinen Plan bis zum Ziel verfolgen. »Wie Sie wollen, Meister, aber der Versuch ist doch jetzt vollständig durchgeführt, und ich denke wirklich, es wäre Zeit.« »Wozu?« »Nun, den Hahn zu schließen.« »Was ficht Sie an?« rief Dr. Ox. »Noch einmal eine solche Bemerkung, und ich erwürge Sie.«